Heute habe ich 7 Profi-Regeln für dich, wenn du mit deinem Blogpost in Google gefunden werden willst. 5 Schreibregeln, eine SEO-Regel und ein Top-Tipp zum Schluss. Los geht's! Die allererste Regel ist eine Grundregel, die alle Journalisten am Beginn ihrer Ausbildung lernen. Schreib, wie du sprichst. Du willst ja nicht wie jemand rüberkommen, der einen Behördenbrief verpasst. Also verzichte auf komplizierte Satzkonstruktionen, verzichte auf komplizierte Substantive, verzichte auf Ausdrücke, die du im echten Leben niemals benutzen würdest. Wie würdest du denn sprechen, wenn jemand vor dir stehen würde? Das ist die Art und Weise, in der du auch schreiben solltest, denn dann wirst du besser verstanden. Und was passiert, wenn du besser verstanden wirst? Mehr Leser bleiben dran. Mehr Leser bleiben länger auf deiner Seite und das findet Google ganz hervorragend und belohnt dich mit einem besseren Ranking. Nummer 2, mach Zwischenüberschriften. Warum braucht dein Text Zwischenüberschriften? Weil du deine Leser gut führen möchtest. Sie sollen keine Textwüste vorfinden, wo sie sofort denken, um Gottes Willen, wann soll ich das denn alles lesen? Sondern du hilfst ihnen, indem du eine gute Struktur vorgibst. Sie sind in der Lage, deinen Text zu scannen und zu gucken, wo möchte ich denn tiefer einsteigen? Das schaffst du, indem du gute Zwischenüberschriften formulierst, die den Leser schon richtig leiten und ihm schon sagen, was wirst du hier erfahren. Das heißt, sei bei den Zwischenüberschriften auch möglichst nicht kreativ, sondern sei informativ. Was wird es jetzt hier auf den nächsten Zeilen zu lesen geben? Das gehört in deine Zwischenüberschrift und das macht Blogposts noch mal einen Ticken besser, wenn die richtig gut formuliert sind. Nummer 3, kurze Wörter schlagen lange. Bandwurmwörter sind für das Gehirn wirklich schwer zu verarbeiten. Und viele sehr lange Wörter würden wir im echten Leben nie benutzen. Deshalb denk dran, schreib so, wie du sprichst. Versuch, kurze Wörter zu bevorzugen und guck mal deinen Text durch. Sind da viele Wörter, die länger als 3 Silben sind? Vielleicht kannst du die ja ersetzen oder das Ganze irgendwie anders beschreiben. Kurze Wörter schlagen lange ist die eine Regel und die nächste schließt sich gleich an, nämlich kurze Sätze schlagen lange Sätze. Wenn du Sätze hast, die über 3 Zeilen gehen, vielleicht sogar über 4 Zeilen gehen, dann ist das zu viel. Das menschliche Gehirn möchte nicht so viel lesen, sich so viel merken müssen. Wir sind ja hier nicht beim Feuilleton der FAZ, sondern wir sind hier im Internet. Und online haben die Menschen weniger Zeit, weniger Geduld. Das kennst du vielleicht von dir selbst. Also, wenn du lange Sätze formulierst, dann guck doch nochmal, hast du da viele Nebensätze formuliert, die man vielleicht in einzelne Sätze packen könnte? Ja? Kann man deine langen Bandwurmsätze vielleicht aufsplitten in mehrere kurze? Das macht deinen Text viel verständlicher. Und die 5. Regel, bring Beispiele in deinen Text. Mein bester Blogpost, der mir wirklich am meisten Traffic bringt, besteht eigentlich nur aus Beispielen. Es sind nämlich 13 Sätze für richtig gutes Storytelling und da bringe ich 13 Beispiele und ich erkläre anhand dieser Beispiele, was eigentlich gutes Storytelling ausmacht. Das heißt, Beispiele funktionieren richtig gut. Warum? Weil Menschen dann anschaulich eine Idee davon bekommen, was du ihnen sagen willst. Sie merken sich das besser. Wann immer du kannst, arbeite mit Beispielen. Das kann zum Beispiel auch ein Vorher-Nachher-Beispiel sein oder ein Screenshot sein. Das kann ein Kundenbeispiel sein oder ein Beispiel von dir selbst. Das merken wir uns besser, das bleibt eher im Gedächtnis und das zieht in den Text rein. Deswegen ist das mein 5. Tipp gewesen. So, und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger SEO-Tipp, nämlich setze auf Keywords, aber nicht irgendwelche Keywords, sondern im Idealfall Longtail-Keywords. Zum Beispiel könntest du über das Thema Buchschreiben einen Blogpost veröffentlichen. Noch besser ist es aber, wenn du noch mehr Suchbegriffe hinzufügst. Das ist ein sogenanntes Longtail-Keyword. Also zum Beispiel Buchschreiben für Anfänger oder Buchschreiben-Tipps oder Buchschreiben-Inhaltsverzeichnis. Das alles sind Longtail-Keywords und auf diese Longtail-Keywords kannst du deinen Blogpost ausrichten. Wenn du ein richtig gutes Longtail-Keywords findest, dann wird es deinen Blogpost in Google viel, viel leichter haben. Denn zu den großen Keywords wie Buchschreiben hast du ganz, ganz viel Konkurrenz. Aber für Buchschreiben-Inhaltsverzeichnis hast du vielleicht viel weniger Konkurrenz. Beherzige diesen SEO-Tipp und dann wird es dein Blogpost in Google eher nach oben schaffen.
So, und jetzt noch ein Top-Tipp ganz zum Schluss. Und der lautet, sei verdammt nützlich. Warum? Menschen wollen im Internet Lösungen finden. Sie wollen im Internet etwas erklärt bekommen. Sie wollen die Lösung für ein Problem haben. Und das heißt, sie brauchen von dir vor allen Dingen nützliche Informationen, Lösungen, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie schätzen es, wenn dein Blogpost gut geschrieben ist, aber wenn sie nichts dabei lernen und nichts davon haben, dann werden sie eher wieder von deiner Seite runtergehen. Und du weißt ja, das ist dann nicht so gut für dein Google-Ranking. Deshalb, gib, was du kannst. Gib den Menschen wirklich ganz, ganz viele Tipps, erkläre ihnen Dinge und löse Probleme für sie. Das ist das Beste, was du mit deinem Blog tun kannst. Wenn du das alles beherzigst, dann steigen die Chancen, dass dein Blogpost in Google nach oben wandert. Und wenn du mal ein richtig krasses Beispiel hören möchtest, dann schau dir am besten noch mein nächstes Video an. Da erzähle ich dir nämlich von einer Kundin, wie sie mit einem Blogpost wirklich hunderttausende Menschen auf ihren Blog gezogen hat. Und zwar durch eine ganz besondere Situation. Aber welche das ist, verrate ich dir im nächsten Video.